Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, erstmal vielen Dank an Markus für die gute Vorbereitung des Projekts. Er hat jetzt im Prinzip ja die Schritte vorgenommen, die man durchführen muss, wenn man ein IFC-Modell von außen bekommt und das in sein System, ins CAD-System holt. Und ich werde das Ganze jetzt im Prinzip von tragwerksplanerischer Seite her weiter bearbeiten. Also ich öffne mir jetzt wieder diesen Bearbeitungsstand des Hauses B. Und ja, lassen wir mal die Sichten, so wie sie bisher von Herrn Nönschläger angelegt waren, stehen und arbeiten damit weiter. Ich gehe zunächst mal in die Visualisierung und klicke mal die Bodenplatte an. Und hier sehen wir jetzt ja, eine Neuerung in der Version 2023. Wir können den Bauteilen direkt in Vicado schon Expositionsklassen zuweisen. Das mache ich jetzt mal für die Bodenplatte. Erstmal alle Flächen, damit werde ich jetzt mal alle erdberührten Flächen definieren. Das ist XC2 und vielleicht WF. Und zusätzlich, hier haben wir Einzelgaragen, möchte ich jetzt die Oberfläche, die obere Seite, alle Deckenflächen abweichend definieren. Das ist befahrbar von Einzelfahrzeugen, also haben wir XC4, XD1, das Ganze ist innen, mit Frost haben wir jetzt hier nichts zu tun und vielleicht an der Stelle WA. Jetzt haben wir die Expositionsklassen für die Bodenplatte festgelegt. Ja, alle anderen Bauteile, die Decken, die sind standardmäßig auf XC1 gesetzt. Das sind Innenbauteile, das soll alles hinter Dämmungen oder Verkleidungen verschwinden. Von daher ist das richtig. Das Einzige, worum wir uns an der Stelle noch kümmern müssten, wären die Betonplatten. Die kann ich auch mit einer Multiselektion nacheinander aufsammeln. Und hier legen wir auch nochmal die Expositionsklassen entsprechend fest. Das wäre dann XC4 an der Stelle. Dann, die sind natürlich dem Frost ausgesetzt, XF1 und auch WF. So, jetzt haben wir den Bauteilen die Expositionsklassen zugewiesen. Wenn wir uns das Ganze jetzt im Strukturmodell anschauen, können wir die Bodenplatte zum Beispiel einmal, na, einmal hier unten anklicken und dann sehen wir unter Materialquerschnitt, dass jetzt die Expositionsklassen aus dem Bauteil in das Strukturelement automatisch übernommen worden sind. Gleiches gilt natürlich auch für die Festigkeitsklasse. Für Beton haben wir für das Bauteil C3037 gewählt. Auch diese Information wird jetzt mit dem Strukturelement dann später in die statische Berechnung und so weiter weiter transportiert. Gut, schauen wir uns vielleicht nochmal die Mengenliste an. Hier haben wir jetzt ja unsere verschiedenen Materialien aufgeführt und da fällt mir jetzt zum Beispiel auf, die Wände sind mit Kalksandstein XL10 Dünnbettmörtel definiert. Das ist zwar ein Wert, der theoretisch nach Zulassung möglich ist, aber in der Regel ist im Handel die Steinfestigkeitsklasse XL20 zu finden. Also nehme ich jetzt die Liste als Möglichkeit der Selektion. Ich klicke hier die Zeilen an bei gedrückter Steuerungstaste. Jetzt sind alle Wände markiert und ich stelle jetzt für diese Wände die Festigkeitsklasse im Bauteil um auf die Festigkeitsklasse 20. Klicke auf Übernehmen, wird das Ganze angepasst. Wir sehen jetzt in der Liste hat es sich geändert. Natürlich, wenn ich ein Einzelbauteil anklicke, können wir die Änderung feststellen und am Ende dann auch wieder beim Strukturelement. Da sehen wir dann auch die Festigkeitsklasse 20 Dünnbettmörtel. Gut, im nächsten Schritt will ich mich um das Strukturmodell selbst kümmern. Da gibt es ja noch einige Nacharbeiten durchzuführen, geometrische Anpassungen. Ja,
und weitere Anpassungen, die wir jetzt im Laufe des Vortrags sehen werden. Zunächst kümmere ich mich mal um das Stahldach. Das haben wir ja gestern schon gesehen. Das wurde für das Modell A schon aufbereitet. Im Modell B, im Haus B, haben wir genau das gleiche Stahldach. Deswegen markiere ich jetzt mal alle Stahlelemente und lösche sie aus meinem System hier raus. Das brauche ich hier nicht. Ich rechne das Stahldach natürlich nur einmal für alle drei Häuser und würde jetzt hier entsprechend nur Lasten übernehmen. Die Stützen habe ich temporär jetzt mal im Modell gelassen. Das hat den Grund, ich möchte später dann Lasten übernehmen aus dem Dach und damit habe ich natürlich die Stellen festgelegt, an denen die Lasten runterkommen. Ich lasse mir die sozusagen als Markierung für die Lasten stehen, die ich später eingeben möchte. So, im ersten Schritt möchte ich mich jetzt um die Geometrie der Decken kümmern. Das heißt, ich schalte mir von der Sichtbarkeit zunächst mal die Wände weg und gehe dann mal in die Draufsicht. So, wir haben jetzt alle Decken in der Draufsicht. Wenn ich von rechts nach links selektiere, kann ich alle Decken, die übereinander liegen, gleichzeitig selektieren, die ich anschneide. Ja, und jetzt sehen wir hier, wenn ich mit der Taste Z mal näher heranzoome, dass die Decken nicht exakt übereinander liegen und gleich groß sind. Und ich entscheide mich jetzt in dem Zug für das größere Maß, damit ich eine etwas höhere Deckenspannweite habe und passe dann alle Decken, die kann ich mit dem Hook gleichzeitig verschieben, auf eine einheitliche Außenkante an. Taste 0 zoome ich immer zurück, mit Taste Z aktiviere ich immer den Zoom, um einen entsprechenden Ausschnitt zu setzen. So, die Deckengeometrie passt jetzt schon. Jetzt haben wir noch die Balkonplatten, die haben jetzt keine Verbindung zur Decke. Vermutlich ist da im Architekturbauteil ein Isokorb oder sowas angeordnet. Für die statische Berechnung müssen wir die beiden Strukturelemente miteinander verbinden. Da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt alle Balkonplatten schon selektiert. Ich kann jetzt nacheinander eine Balkonplatte nach der anderen daran trimmen. Jetzt ist hier keine Linie mehr, das heißt, ich habe alle drei erwischt. Oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch hier die Hooks zu verwenden. Das geht an der Stelle noch ein Ticken schneller als das Trimmen und da kann ich alle gleichzeitig verändern. So, die Decken sind damit angepasst geometrisch, sie sind alle schön übereinander liegend und im nächsten Schritt kümmern wir uns dann um die Wände. Das heißt, ich schalte mir jetzt die Decken unsichtbar und dafür die Wände sichtbar. Hier sehen wir jetzt noch die Bodenplatte im Hintergrund. Gehen wir zum Erdgeschoss, öffnen die Bauteile und schalten die Bodenplatte auch noch unsichtbar. So treten die Wände ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ja, jetzt sehen wir hier, gibt es auch wieder wie bei der Deckenplatte Wände in verschiedenen Ebenen. Das geht jetzt am einfachsten, indem man die Wände jetzt von links nach rechts selektiert. Dann habe ich nur die Wände selektiert, die in der Box liegen. Von rechts nach links habe ich alles, was ich anschneide, selektiert und sage jetzt an Kante ausrichten und ich wähle dann jeweils immer die Außenkante. Ich habe mich ja auch bei den Decken für die größte Abmessung entschieden. Einfach an Kante ausrichten und alle Elemente, die an dieser Kante oder die selektiert sind, werden dann entsprechend, hätte ich die Stützen beinahe selektiert, werden dann entsprechend an die selektierte hervorgehobene Kante angepasst. Ja, das machen wir jetzt für das ganze Gebäude. Zunächst mal mit allen Außenwänden. Bei den Innenwänden sehen wir jetzt hier so einen kleinen Versatz zur Aufzugswand und auch hier haben wir einen kleinen Versatz. Das ziehen wir jetzt auch noch gerade. Also einmal hier rüber selektieren. An Kante ausrichten. Es geht ja jetzt hier nur um wenige Zentimeter, die eigentlich aus statischer Sicht weniger relevant sind. Aber es macht natürlich schon Sinn, dass wir dann später in der FE-Berechnung eine saubere Vernetzung hinkriegen
Und es tut sich eben, man tut sich eben bei der ganzen Berechnung leichter, wenn man eben ja, solche kleinen geometrischen Unterschiede ausmerzt und ein idealisiertes Modell sich erstellt. Ja, hier haben wir noch Wände, die so knapp nebeneinander stehen. Auch die stelle ich einmal übereinander. So, damit werden wir mit dem Ausrichten der Wände zunächst mal fertig. Jetzt sehen wir hier ja in der Mitte Stahlbetonwände im Treppenhausbereich. Die bieten sich ja normalerweise an, um entsprechend eine um sie zur Aussteifung heranzuziehen. Und das kann ich auch direkt schon in Vicado festlegen, die Eigenschaft. Das heißt, ich selektiere jetzt alle diese Wände. Ich setze jetzt hier mal den Selektionsfilter auf Wände, damit ich keine Aussparungen noch zusätzlich selektiere. Alle Wandabschnitte selektiert und hier setze ich jetzt die Eigenschaft aussteifend. So, wir schauen uns unser Modell nochmal im 3D an. Bin ich jetzt mit den Wänden fertig? Noch nicht ganz. Wir sehen, die Wände laufen noch komplett durch über die Öffnungen hinweg. Ich möchte jetzt im nächsten Schritt die Wände automatisch teilen. Und zwar an den Öffnungen kriegen wir jetzt die Meldung, es wurden 65 Wände geteilt. Jetzt aktualisiert sich die Sicht und jetzt sehen wir auch entsprechend die geteilten Wände, die an den Öffnungen eben unterbrochen sind. So, ich möchte mich jetzt noch mal kurz mit dem Aussteifungskern beschäftigen. Den würde ich gerne noch weiter bearbeiten. Dazu selektiere ich noch mal die Elemente des Kerns. Diesmal auch inklusive der Aussparungen und lege mir eine neue Sicht an. Da drauf sichten. Die Sicht nenne ich Aussteifung. Ich möchte jetzt nur die selektierten Objekte darstellen und nur Strukturelemente von den Kategorien. Da kriege ich so eine Sicht, die drehe ich jetzt mal ins 3D. Oh, da habe ich jetzt eine Sache zu viel selektiert. Da sage ich einfach Objekt unsichtbar schalten. Und jetzt sehen wir unseren Aussteifungskern mit allen als aussteifend markierten Wänden. Die Wandabschnitte, die im Bereich der Türen liegen, und die Wandabschnitte, die knapp daneben liegen, diese kurzen Abschnitte, die möchte ich eigentlich zur Aussteifung nicht heranziehen. Deswegen selektiere ich diese Bereiche komplett und nehme dort die Eigenschaft Aussteifung wieder weg. Und mit der rechten Maustaste sage ich jetzt Objekte unsichtbar schalten in dieser Sicht. Die Objekte sind nach wie vor vorhanden als Strukturmodelle, aber die tauchen in dieser Sicht nicht mehr auf und sie sind nicht mehr als aussteifend gekennzeichnet. Ja, und jetzt würde ich hier weiter gerne begradigen, und zwar würde ich gerne die Teile, die oberhalb dieser Türen und unterhalb dieser Türbereiche sind, auch nicht zur Aussteifung heranziehen. Wie kann man das machen? Man könnte zum Beispiel in die Draufsicht gehen, die Wände hier alle selektieren und sagen teilen hier an der Stelle. Gehen wir nochmal ins 3D zurück. Jetzt habe ich diese beiden Bereiche sozusagen abgetrennt. Und hier mache ich das gleiche wie mit den Wandteilen im Bereich der Öffnung. Ich sage, die sind nicht mehr aussteifend und die sollen in dieser Sicht unsichtbar geschaltet werden. Das mache ich jetzt mit der vorderen Wand nochmal ganz genauso. Gleiche Schritt. Wand selektieren, teilen an dieser Kante, gehen zurück ins 3D und jetzt selektiere ich diese Abschnitte, sage, die sind nicht aussteifend und sollen hier auch nicht
dargestellt werden. So, und jetzt nehme ich noch eine kleine geometrische Anpassung statt. Diese Wand ist um ein kleines Maß länger als die da oben. Das war mir bei der ersten Anpassung nicht aufgefallen. Die kann ich jetzt nochmal trimmen auf diese Kante. Und jetzt habe ich ein sehr regelmäßiges Aussteifungssystem geschaffen, mit dem ich dann später mein System aussteifen möchte. Wir gehen jetzt zurück in unser Strukturmodell. Hier werden alle Strukturelemente dargestellt oder sollen alle dargestellt werden. Wir haben die Decken noch ausgeblendet. Zur Sicherheit kann ich jetzt auch direkt über Kategorien zum Beispiel gehen und kann mal schauen, okay, die Decken, die Fundamentplatten sollen wieder eingeblendet werden und damit wird jetzt das komplette Strukturmodell dargestellt und die Bearbeitung in Vicado wäre an der Stelle für mich abgeschlossen. Ich gehe jetzt auf Berechnung, gebe das Strukturmodell frei und werde die Bearbeitung jetzt im Struktureditor fortsetzen. Hier können wir jetzt das Modell, das wir eben freigegeben haben, importieren oder verwenden, besser gesagt. Und jetzt kommen die üblichen Nachbearbeitungen im Struktureditor, also alles Geometrische, auch die Festigkeitsklassen. Da würde ich dazu raten, das zunächst mal, soweit man es schon weiß, in Vicado zu machen. Alles andere, was jetzt Lasteingaben und so weiter angeht, das kann man dann sinnvoll nur im Struktureditor erledigen. Ja, und dann schauen wir uns zunächst mal das Ganze im 3D an. Ich schalte im ersten Schritt, ich möchte mich jetzt um Lasten kümmern, dann nochmal die Wände unsichtbar. Dann kann man sich leichter orientieren. Dann fange ich mit der obersten Geschossdecke an. Auch hier nur in aktiver Folie selektierbar deselektieren. Ich fange in der obersten Geschossdecke an. Hier kann ich bei den Decken direkt mich um die Belastungen kümmern. Die sonstigen ständigen Belastungen lasse ich stehen. Die oberste Decke kriegt bei mir Schneelasten von 1 kN pro Quadratmeter. Das übernehme ich. Die anderen Decken haben alle eine veränderliche Belastung und eine Ausbaulast, die ich gerne so stehen lassen möchte. Ich habe jetzt noch die Balkonbereiche. Das sind jetzt als einzelne Platten modellierte Bereiche, die selektiere ich jetzt in der Multiselektion und den gebe ich jetzt direkt eine Last von 4 kN pro Quadratmeter. Einen anderen Weg zeige ich jetzt hier in dem Terrassenbereich. Hier ändere ich jetzt nicht die Last global, sondern ich setze eine zusätzliche Flächenlast mit der Delta-Last drauf. Dazu gehe ich in die Draufsicht, schalte mir als aktive Folie das dritte Obergeschoss an. In dem dritten Obergeschoss möchte ich die Lasten setzen. Unter Einwirkung finden wir Flächenlasten, polygonale Eingabe. Ja, 2,7 haben wir schon drauf. Zu 4 wollen wir hin, also brauchen wir noch 1,3 kN je Quadratmeter. Und jetzt kann ich einfach den Terrassenbereich polygonal hier fangen. Einmal außen rum gehen. Mit C können wir ein Polygon schließen. In der 3D-Darstellung sieht man dann, dass wir auch die richtige Decke erwischt haben, dass wir im richtigen Niveau eingegeben haben. Da sehen wir jetzt die Zusatzlasten auf die Terrasse. Ja, gehen wir nochmal in die Draufsicht. Wir müssen jetzt noch die Lasten übernehmen, die aus der Überdachung resultieren. Das mache ich als Punktlast. Wir haben hier keine Lasteingabe, aber einen Lastabtrag einer Punktlast aus unserer Position Stahlunterkonstruktion. Und jetzt beginne ich mit dem Lager 1. Hier nochmal der Hinweis, die Steuerung der Lastübernahme, die geht natürlich auch im Struktureditor, wie wir es aus der Baustatik oder aus Mikrofee kennen. Und ich möchte jetzt mal eine Einwirkung ausschließen, nämlich die Einwirkung Wind. Wir haben in dieser Konstruktion, die zeigen wir ja erst nächste Woche, schon Windlasten mit angesetzt, die auf diese Konstruktion wirken. Aber gleich in der Aussteifungsberechnung setze ich auch die Windlasten auf die gesamte Gebäudehülle an und damit hätten wir Lasten im Prinzip doppelt drin.
Deswegen schließe ich jetzt für diese Lasteingabe den Wind einmal aus. Das heißt, wir haben hier die Last 1 sitzen, dann übernehmen wir als nächste Punktlast die Last 2. Na komm. Last 3. Lager 4. Lager 5. 6. 7. 8. Und damit hätten wir eigentlich unsere Lasten schon vollständig eingegeben. Die Stützen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Deswegen können wir jetzt hier die Stützen selektieren. Wir nehmen den Selektionsfilter, dann können wir einfach drüber ziehen und erwischen eben nur Stützen, keine anderen Bauteile. Und die Strukturelemente für die Stützen können wir dann weglöschen. Dann sehen wir hier die Punktlasten, die entsprechend unsere Stahlüberkonstruktion repräsentieren. Ja, schalten wir uns die restlichen Lasten wieder ein. Ah, ich sehe gerade, wir haben noch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe meine Delta-Last als GK, das ist natürlich eine Nutzlast. Okay, gut, haben wir das jetzt auch geklärt. Schalten wir uns die restlichen Strukturelemente wieder ein und jetzt könnten wir schon damit beginnen, eine V-Lastberechnung durchzuführen. Also, wir haben alle Lasten auf dem System, Lastverteilung, V-Lastberechnung, über alle Geschosse, sagen wir okay. Jetzt kriegen wir eine Sicht zur V-Lastverteilung angelegt. Hier können wir jetzt noch Nacharbeiten treffen und in diesem Modell ist es wieder genauso wie in dem Holzbaumodell. Hier gibt es noch den Fahrstuhlschacht und der Fahrstuhlschacht, der soll eigentlich unabhängig vom Rest abgekoppelt stehen. Das heißt, der steht jetzt komplett in Öffnungen drin. Den können wir jetzt so einfach in der V-Lastberechnung nicht berücksichtigen. Den sollten wir aus der V-Lastberechnung rausnehmen. Das mache ich dann im ersten Schritt. Also ich nehme mein Strukturmodell, gehe in die Draufsicht, gehen wir hier mal hin, selektieren den Fahrstuhlschacht und dann können wir bei Berechnungsmodelle auf der rechten Seite in den Eigenschaftenfenster bei den V-Lastberechnungsmodellen jeweils auf keine schalten und dann wird der Fahrstuhlschacht insgesamt nicht berücksichtigt. Eine bestimmte Last auf die Bodenplatte bringt er natürlich. Das heißt, wir sollten den Fahrstuhlschacht nochmal als Lasteingabe auf die Bodenplatte eingeben. Dazu mache ich mir als kleine Hilfssicht eine Schnittsicht hier im Aufzugsbereich und hole mir mal mit einer Bemaßung die Höhe des Aufzugsschachts einfach hier raus. Das sind 15,46 Meter. Ja, und dann setze ich im Strukturmodell, schalte mir jetzt hier die Sichtbarkeit, schränke ich mir auf das Erdgeschoss ein. Hier zeichne ich einfach an der Kontur des Aufzugsschachtes entlang die Last nochmal als Linienlast ein. Hier haben wir jetzt eine Lasteingabe, GK ist richtig, da machen wir eine Zusammenstellung. Eigengewicht Fahrstuhlschacht. Der ist 20 cm stark mal 25 mal 15,46 m sind 77,3 kN je Meter. So, und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir den setzen. Normalerweise würden wir den jetzt automatisch auf die Decke über Erdgeschoss, wir haben als aktive Folie Erdgeschoss setzen. Wir können aber auch die Geschossanbindung auf Geschoss unabhängig umstellen und setzen sie auf eine Höhe von 0 Meter. Da muss man halt gucken, auf welcher Höhe liegt die Fundamentplatte. Das ist bei mir jetzt 0 Meter.
Ja, und dann nehme ich noch als Eingabe das Polygon und fahre jetzt einfach mal den Aufzugsschacht hier nach. Jetzt haben wir den praktisch aus der V-Lastberechnung rausgenommen, aber auf die Bodenplatte haben wir die Last am Ende wieder genauso angesetzt. Kontrolle ist immer ganz gut, 3D, dann sieht man, okay, wir haben die richtige Ebene entsprechend erwischt. So, jetzt führen wir unsere V-Lastberechnung durch. Der Aufzugsschacht ist ja hier rausgenommen, also drücken wir auf Berechnen und lassen einmal die Decken von oben nach unten durchrechnen. Hier passiert ja im Hintergrund eine Mikrofee-Berechnung, bei der im Prinzip Deckenlasten inklusive Wandeigengewichten, Stützeneigengewichten von Geschoss zu Geschoss weitergegeben werden. Es dauert jetzt ein paar Sekunden. So, jetzt haben wir aber schon unsere Lasten oberhalb der Bodenplatte aus der Vertikalbelastung ermittelt. Ja, als nächstes möchte ich noch H-Lasten ermitteln, Aussteifungslasten. Hier verwende ich das Modul U811.de. Also bei Lastverteilung finde ich das Modul U811.de. Ich nenne die Position aus für Aussteifung. Und hier führe ich einen Lastabtrag aus den Vertikallasten mit durch. Das hat den Grund, ich möchte gleich auch die Labilitätszahl bzw. das Aussteifungskriterium kontrollieren. Und dazu brauche ich natürlich die aufsummierten V-Lasten und die liefert mir an der Stelle dann gleich der Struktureditor. Wir sehen hier oben den Lastpfeil und hier sehen wir jetzt direkt die Wände, die wir in Vicado schon als Aussteifungswände festgelegt haben, als Kern und die umhüllende läuft einmal ums Gebäude herum, um die entsprechende Lastangriffsfläche festzulegen. Ja, damit können wir jetzt direkt in die Baustatik gehen. Das heißt, bei Berechnungssicht sagen wir zunächst freigeben und dann benutzen wir diese Schaltfläche bearbeiten. Wir legen ein neues Baustatikmodell an. Das heißt Statik Haus B. Und für Haus B. Und jetzt wird gleichzeitig ein Baustatikmodell angelegt, eine Baustatikposition und die Baustatik öffnet sich und das Modell rechnet auch direkt durch. Wir haben jetzt die Windlasten aus dem Struktureditor übernommen. Wir haben natürlich die Geometrie der aussteifenden Wände, sehen wir hier ja entsprechend übernommen. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite im Fenster Modell einen Hinweis. Da gehen wir mal an die Stelle des Hinweises, können wir mal hin scrollen. Und hier wurde jetzt das Aussteifungskriterium gerechnet. Und das Aussteifungskriterium für die Rotationssteifigkeit ist knapp überschritten, 0,27 statt 0,23. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich könnte natürlich im Gebäude nach weiteren Wänden suchen, die sich zur Aussteifung anbieten. Habe ich im Vorfeld schon mal gemacht. Da gibt es nicht so richtig viele. Da geht wenig zur Bodenplatte durch. Da gibt es viel Wände, die nicht übereinander stehen. Deswegen entscheide ich mich jetzt an der Stelle, ich muss wahrscheinlich die Wände ein bisschen stärker machen. 20 ist auch nicht besonders stark für eine Betonwand. Gehen wir mal auf 24er Wände. Und tatsächlich, der Hinweis verschwindet jetzt. Wir sind knapp unter dem Rotationskriterium, aber immerhin, es funktioniert. Und wir könnten jetzt unser System nach Theorie erster Ordnung korrekt rechnen. Dieses Ergebnis gebe ich mir jetzt frei. Und somit kann ich im Struktureditor direkt darauf zugreifen. Unter Hinweise kann ich sagen, Unterschiede ermitteln. Ich habe Umfangsunterschiede, da handelt es sich um die gelöschten Elemente der
der Stützen, aber hier habe ich den 24er Querschnitt aus dem Aussteifungssystem. Dann sage ich, alle Unterschiede aus Modell übernehmen. Dann wird es für alle 20 Wände jetzt direkt in mein Strukturmodell überführt. Ja, kann man jetzt sehen, wenn wir so eine Wand anklicken unter Material Querschnitt, sehen wir jetzt die 24er Wand. So, und wenn ich das gemacht habe, dann müsste ich natürlich korrekterweise auch die V-Lastberechnung nochmal neu durchführen, weil wir jetzt natürlich eine dickere Wand haben und die hat entsprechend auch eine, ein höheres Eigengewicht. Dann machen wir das auch gleich nochmal und lassen das Ganze nochmal durchlaufen. Also das ist durchaus ja wie im wahren Leben auch ein iterativer Prozess, aber wir sehen halt, an der Stelle haben wir eigentlich außer der kurzen Wartezeit auf die Berechnung keine Arbeit mehr damit. Wenn wir das jetzt in klassisch gemacht hätten, müssten wir jetzt die Lasten nochmal komplett ziehen und nochmal überall dazu zählen, die wir durch die höhere Wandstärke haben. Das kann man auf die Art und Weise natürlich sehr schnell erledigen und hält damit sein Modell entsprechend auch aktuell. So, zur Kontrolle, ob das Ganze jetzt auch funktioniert, würde ich jetzt gern nochmal die Wände im Erdgeschoss nachrechnen. Also gehe ich hier auf Einzelbauteile, die Stahlbeton-Aussteifungswand S442.de. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, wie wir es am Dienstag schon bei den Wänden für den Holzbau gesehen haben, eine Serienerstellung zu nutzen. Und jetzt klicke ich einfach die Wände eine nach der anderen durch, die ich rechnen will, drücke auf Enter, hole mir die Lasten aus der V-Lastverteilung und aus der Aussteifungsberechnung. Ja, wir erzeugen uns jetzt auch für jede Wand eine extra Berechnungssicht. Und jetzt werden automatisch diese vier Modelle angelegt. Und wie können wir hier dann entsprechend sehen? Das heißt, die vier Modelle geben wir frei. Das mache ich jetzt im Register Start. Da kann ich nämlich alles freigeben, was bisher nicht freigegeben war. Ja, dann wechseln wir schon mal zurück in die Baustatik. Dort können wir die vier Wandpositionen verwenden. Die finden wir dann hier unten. Erste markieren, bei gedrückter Umschalttaste letzte markieren, Häkchen setzen, Vorlage gegebenenfalls auswählen, auf OK drücken. Jetzt kriegen wir sofort vier Positionen angelegt. Und klar, damit hätte ich jetzt auch gerechnet beim Gebäude dieser Größe. Die funktionieren dann auch auf Anhieb, eine 24er Stahlbetonwand, mit der kann man so ein bisschen was aussteifen. Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf die Bewährungswahl. Hier sehen wir jetzt exemplarisch, ja, für diese Wand, das hat mit der Vorlage schon gut hingehauen. Wir haben eine Mattenbewährung innen und außen. Wir haben zwei Zugbänder vorne und hinten an der Wand und damit können wir entsprechend dann unser System so ausführen. So, gehen wir nochmal zurück in den Struktureditor. Als letztes würde ich jetzt gerne noch die Bodenplatte nachweisen. Dafür haben wir jetzt ja alle Lasten entsprechend aufgesammelt. Unter Teilsysteme finden wir die 2D-Fundamentplatte für Mikrofee. Wir wählen die Platte aus, schließen die Auswahl mit Enter ab, übernehmen die V-Lasten und übernehmen auch die Lasten aus der Aussteifungsberechnung. Klick auf OK erzeugt uns das statische System. Wir haben es am Anfang kurz gesehen, da waren schon die Lasten für den Aufzugskern, das sind eingegebene Lasten. Die anderen Lasten, die außenrum sind, das sind übernommene Lasten. Wir können uns auch noch mal einen Überblick verschaffen, wenn wir zum Beispiel mal die Einwirkungen für die übernommenen Lasten bis auf eine Windeinwirkung abschalten, dann sehen wir, die Windeinwirkungen, die wirken eben entsprechend nur auf den Kern. Alle anderen Einwirkungen, ständige Einwirkungen und so weiter, wirken dann auch auf alle anderen Wände. Und auch für Mikrofee-Positionen gibt es den gleichen Weg. Zunächst eine Freigabe und dann direkt aus dem Struktureditor heraus ein Modell anlegen und auch öffnen. Das spart wieder ein, zwei Klicks und macht das Arbeiten einfach angenehmer
um entsprechend mit Mikrofee umzugehen. So, wenn wir das Ganze jetzt reinholen, dann können wir mal das Fenster Hinweise öffnen. Ich mache das jetzt mal, ich hole das mal hier raus, mache das ein bisschen größer. Und hier gibt es Nachweishinweise. Hier sehen wir sofort, es gibt einen Hinweis für die Stahlbetonplatte. Und da steht, dass mein Bewährungsabstand D' kleiner oder gleich des Nennmaßes der Betondeckung ist. Also hier kriegen wir gleich einen Hinweis. Dann schauen wir mal, was ist denn los mit der Platte. Ja gut, das eine Thema ist natürlich, wir haben die Expositionsklassen ja im Struktureditor schon festgelegt. Das haben wir schon ganz oder schon im Vicado festgelegt. Diese Expositionsklassen wandern jetzt mit nach Mikrofee und es findet im Prinzip gleich ein Abgleich zu unseren Bewährungsvorgaben an. Schauen wir mal an, was hier eingetragen ist. Ja, hier steht, wir haben gar keine Bewährungswahl vorgegeben und haben einheitlich einen Achsabstand von 30 mm vorgegeben. Und darauf weist uns halt dieser Hinweis hin, das passt so nicht. Ich ziehe mich jetzt daraus aus der Affäre, indem ich sage, ich möchte einfach die Bewährungswahl manuell mal durchführen und zwar durch eine Ermittlung über Expositionsklassen. Und damit legt Mikrofee dann automatisch die Bewährungsabstände fest. Ich wähle jetzt mal eine kräftige Grundbewährung, zum Beispiel eine Q636A, das kann man ja später nochmal ändern, um einfach mal etwas festgelegt zu haben. Ja, und um jetzt nachzurechnen, muss ich noch ein Auflager setzen. Ich entscheide mich für das Steifezifferverfahren. Die Bettungswerte, die müsste man dann entsprechend des Bodengutachtens dann eintragen. Ich lasse das jetzt einfach so stehen als Eingabeoption Polygon übernehmen mit einem Offset von 4 Metern. Damit wir noch einen gewissen Bettungskragen haben, gebe ich dann diesen Bettungsbereich vor. Ja, und jetzt ist es relativ einfach. Ich gehe auf Nachweise, Biegebemessung, Platte und schon sind wir in einem Bereich, wo wir die Platte entsprechend nachweisen könnten. Jetzt würde natürlich noch eine gewisse Arbeit anstehen. Wir würden die Bewährung vielleicht noch etwas präziser wählen. Auf diesen Teil möchte ich jetzt an der Stelle nicht eingehen, aber wir sehen schon, die Bewährung, wenn ich jetzt mal die komplette untere Bewährung mir anschaue, hat einen Maximalwert von 20 Quadratzentimeter. Auf der oberen Seite kommt jetzt nichts mehr raus. Natürlich zuzüglich unserer Grundbewährung, die wir schon vorgegeben haben. Also hier haben wir jetzt ja eine Differenzbewährung ausgegeben. Das heißt, das sind Bewährungsmengen, die sind insgesamt relativ moderat, mit denen könnte man so eine Bodenplatte leicht ausführen. Vielleicht brauchen wir noch etwas mehr Grundbewährung für den Rissbreitennachweis. Ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu den Expositionsklassen. Wenn wir jetzt die Platte mal auswählen, wir hatten ja ausgewählt eine Expositionsklasse von XD1, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, das wäre jetzt keine Einzelgarage, sondern eine öffentlich befahrbare große Tiefgarage, da hat man dann XD3 einzuhalten, mal das übernehmen und vielleicht nochmal die Nachweise durchführen, dann kriegen wir hier bei den Nachweishinweisen auch den Hinweis, dass entsprechend die Festigkeitsklasse des Betons nicht abgedeckt ist. Gleiches würden wir dann auch sehen, wenn wir die tabellarische Ausgabe in Mikrofee verwenden, detailliert je Nachweis, beispielsweise mit Wertedarstellung. Hier würde dann eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Und hier sehen wir auch entsprechend die Ausgaben zu den Expositionsklassen, die sind auch etwas neu gestaltet. Im Prinzip haben wir drei Spalten, CMIN, CDEF und CNOM. Die drei Spalten ergeben sich aus den Anforderungen der Expositionsklasse. CV und die D-Werte, das sind die Werte, die tatsächlich dann im Programm hinterlegt wurden. Das ist natürlich jetzt hier, entspricht CV genau CNOM, aber ich könnte ja auch manuell mehr eingeben, dann ist das ja auch alles eingehalten. Wenn ich weniger eingebe und dann kleinere Werte, so wie im ersten Fall das geschehen war, was aus der Vorlage kam, dann würde an der Stelle dann auch eine Fehlermeldung zu dem Thema
Betondeckung auftauchen. Also das sind die zwei Stellen, wo man das findet, in der tabellarischen Ausgabe und in den Nachweishinweisen. Ja, so viel zu dem Thema Aufbereiten eines Strukturmodells für Massivbaunachweise. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit gesehen, dass wir von einem IFC-Modell über das Strukturmodell bis hin zur Bodenplattennachweis und schon einer fast vollständigen Ausstreifungsberechnung gekommen sind. Ja, vielen Dank.